Also nochmal, herzlich willkommen zum Stream oder zur nächsten Folge auf YouTube, dann mit Epirus in unserem Kampf ums Überleben erstmal. Und was wir jetzt machen wollen ist, wir gucken mal kurz auf die Diplomatiekarte, denn wir haben eigentlich nur zwei Möglichkeiten und von diesen zwei ist eine schlecht. Also haben wir bloß eine Möglichkeit. Also, Rom ist hier wieder am Auferstehen. Rom hat mit Unterstützung von Karthago im Übrigen jetzt den Krieg angefangen und den umbrischen Raum wollen die jetzt hier einnehmen für sich. Und naja, müssen wir mal gucken, wie Rom sich hier doch schlagen wird. Die sind ja ein bisschen eingedämpft worden von ihrer Umgebung, aber Rom wird es trotzdem schaffen. Die haben auch so viel Boni auf ihre ganze Armee und die schwere Infanterie, die wir im Übrigen auch haben mit unseren Epirus, mit unserer starken Nation. Was ich machen werde ist, ich habe hier zwei Kohorten hinzugefügt. Die werde ich erstmal mit in die Hauptstadt bringen. Achso, ich will nochmal kurz Pause machen. Was wir machen können, sind, also ich habe ja gesagt, zwei Optionen. Erste Option ist, wir haben mal das Ding hier erobert. Das war mal eine Nation tatsächlich. Das war mal ein Land. Wir haben hier eine Stadt verloren, weil da einfach niemand gelebt hat. Und ich kann es auch nicht mal einnehmen irgendwie. Dafür brauche ich 10 Pops. Ich habe Delay in der Webcam. Das ist mir neu. Aber ich sehe es auch selber gerade. Das ist ja doof. Jetzt weiß ich nicht, ob es jetzt besser ist. Ich habe das Puffern rausgenommen. Ich glaube schon, oder? Test. 1, 2, 3. Sollte besser sein, denke ich. Puffern war's. Okay, also kurz weitermachen. Wir haben hier Epirus eingenommen, beziehungsweise Epirus eingenommen. Wir haben uns hier verbreitert. Das ist quasi eine neue Provinz, die hier zugehört. Ilia Graecia in Illyrien. Und diese Provinz gibt uns eventuell die Möglichkeit, entweder gegen Dorsien anzugreifen. Das könnte man auf jeden Fall machen. Die sind auch im Krieg. Und das wird uns eine gute Möglichkeit geben. Die haben keine Verbündeten, haben aber eine Verteidigungsliga mit Kavische Revolte. Und das ist mir eigentlich fast egal. Obwohl die hier 10.670 haben. Das könnte ein bisschen problematisch werden. Und das wäre das, was sie machen wollen. Aber wir haben hier 158 Redekunst und ihr wisst, ein Anspruch für 205. What? Okay, das ist ein bisschen happig. Ich mache jetzt auf jeden Fall mal eins. Ich werde, glaube ich, die Stabilität erhöhen. Geht noch nicht. 377. Okay, dann gucken wir uns doch mal unsere Freunde an. Kavien. Oh, was ist hier passiert? Ich muss aber noch mal gucken in den Einstellungen. Ah ne, hier, Nachrichteneinstellungen. Wenn eine Seeschlacht gewonnen wird. Ich will auf jeden Fall. Das ist die Frage. Hier muss ich echt nochmal. Guckt euch das mal an. Wie viel ist das denn? Hier muss ich nochmal offline durchgehen. Hier muss ich nochmal durchgehen. Oh, das ist übel. So, aber egal. Ich will mal gucken, wie Kavien hier jetzt weitergemacht hat. Lehnsherr ist unser, ja, verbündeter Taulantien, also können wir die nicht angreifen. Wir können die hier angreifen, ist ein migrierender Stamm, aber die haben auch nur eine Provinz, ist auch nervig. Ich will lieber die hier haben, denn wenn ich mir das angucke, was haben die an Bevölkerung? Naja, auch nicht viel, 1, 3, 2, 1 und hier ist 1. Die müssten doch eigentlich auch fast, fast aufgelöst werden. Was haben wir denn hier für Bevölkerung? Hier oben ist schon ein bisschen besser eigentlich. Hier oben an der Küste ist noch ein bisschen mehr und hier natürlich dann im Festland, im Inland. Und Entschuldigung. Da bin ich immer überlegen. Am besten wäre echt Dorsien. Wenn ich mir die Handelsgüter anschaue, die haben hier Wein, zweimal sogar Oliven,
Stein ist gut für Festungsverteidigung und Fisch vor allen Dingen auch für das Wachstum. Was haben wir denn hier? Das ist schon nächste Nation. Das wäre auf jeden Fall mal ein Ding. 205, dann werden wir auf jeden Fall noch weitermachen. Die Frage ist, bauen wir jetzt Triremen oder nicht? Olympiade beendet. Ja, schon wieder verloren. Schon wieder verloren. Aber ich bekomme Beliebtheit, also von daher ist alles in Ordnung. Oh, ein Geschenk. Das ist sehr schön. Und ich werde die Schiffe hier auf jeden Fall bauen. Jetzt muss ich mal gucken, wie viel wir machen können. 20 kosten die. 20, 20. Dann nehmen wir... Brauche ich eigentlich gar nicht. Ich ziehe erstmal die Einheit hier zusammen. Guck, was jetzt hier die neueste... Ja, einengen ist auf jeden Fall das Beste. Und werde diese 10.000 Mann hier jetzt mit nach oben nehmen. Und zwar... hier geht nichts rein. Hier, ich kann die nur bis Lissos schicken. Und unser Verbündeter baut hier an der Grenzstadt eine Festung auf. Einen Marktplatz. Ah, okay, ich dachte eine Festung. Die haben keinen Hafen. Wir haben die gerade einen Krieg gehabt. Nee. Was bauen die hier? Ah, die rekrutieren. Iberien grabt nach. Gegen Armenien, okay. So, wenn es soweit ist... Oh. Unser Herrscher hat hier echt nicht allzu viel. Was ist denn hier los? Ich hatte die doch schon... Ich hatte die doch schon... Ach nee, Quatsch, die habe ich ja nochmal gewechselt, richtig. Hatte ich ja nochmal gewechselt. Ja. Wie viel haben die eigentlich? 15 Kohorten. Die haben 15 Kohorten mit 4 Städten, aber die müssen noch pleite sein, oder? Die sind schon wieder im Krieg. Die sind im Krieg mit den Nachbarn. Und zwar Pyrenisch-Daorsener Krieg. Also die Pyrenen haben die angegriffen selber. Die sind Verteidigungskrieg. Und es ist für uns natürlich super. Jetzt muss ich warten, bis die Einheit hier ankommt. Das dauert eine Weile. Für uns wäre das super. Die Triremen... Brauche ich nicht viel machen, aber die wird uns trotzdem helfen. Und die schicke ich auf jeden Fall hier hin. So, und ich will die Provinz haben. Und die Provinz ist das gesamte Gebiet vor allen Dingen auch. Das ist sehr gut. Und das ist unser nächster Krieg, den wir auch sofort, wenn es möglich ist, anfangen werden. 205 Redekunst, das ist Wahnsinn. Also das ist absolut die... seltenste Ressource. So, unsere zwei Schiffe sind angekommen. Nicht viel, aber immerhin. Wir sind auf 62%, hat sich auf jeden Fall gesteigert. Wird aber immer noch als schlechtes Forschungsverhältnis angesehen. Bündnis mit Messapien. Jetzt muss ich... Ach, deswegen. Machtkosten. Okay. Das ist auch ein Problem. Die Frage ist aber, würden die uns helfen? Tatsächlich. Die würden uns... helfen. Die haben Waffenstillstand. Bis noch 9 Jahre. Die werden uns also nicht helfen können. Und die werden uns auch nicht helfen können, weil die keine Schiffe haben, um ihre 29 Kohorten. Wo kriegen die Kohorten her? Das verstehe ich nicht. Die werden uns also auch nicht unterstützen können. Schwierig. Importe. Aber wir können die auf jeden Fall angreifen. Die haben echt zu tun. Und das sollten wir auch tun gleich. Das sollten wir absolut tun. Stabilität, ja. Ah, hier sind wir ja schon, okay. Nee, ich lasse mal weiterlaufen. Wir brauchen eine 205. Bündnis geschwächt. Ach, die beiden. Wir sind nicht mehr in unserem Verteidigungsbündnis. Ja, wir sind nur noch zu dritt. Zu viert insgesamt. Taulantien, Aetolien, Messapien und wir. Da muss ich mal ein bisschen schauen. Bündnis. Wen kann man denn hier noch irgendwie einladen?
Und das ist echt schwierig mit diesen griechischen, blöden, ganzen verbrüderten Staaten hier. Ist es echt anstrengend, die irgendwie zu irgendwas bewegen. Diese ganze griechische Region hier. Gesamte Ägäis hier, naja. Oh Gott, Phrygien. Sind die noch im Krieg? Nee. Aber die haben alle Untertanen. Ah, das sind alles Untertanen, aber immerhin. Wir können Militärtradition, das ist gut. Tyrem kosten minus 15%, das ist eigentlich gar nicht schlecht. Und zwar jetzt können wir das machen. Ich würde jetzt hier diese Tradition nehmen mit der schweren Infanterie, brauchen wir dringend. Die Sarissa, ja. Wir haben eine schwere Infanterie. So, und ich will mal gucken, wie die 80% sogar. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Können die unsere Einheiten schon sehen? Ja. Die... auch. Aber die will ich ja mal umbenennen. Hier, was ist das denn? Das ist ja eigentlich die zweite Armee. So. So, und ich glaube, wir müssen noch 1 bis 2 Monate warten und dann haben wir auf jeden Fall die Redekunst und können hier einen Anspruch fingieren. Oh, die sind übel im Krieg. Mit 2 mittlerweile. Die haben echt ein Problem, aber ich will die sofort haben. Ich gucke mal, die... die haben hier eine Befestigung. Eine neutrale Befestigung. Auch eine neutrale Befestigung. Und wo ist denn die Hauptstadt? Das muss die hier sein. Das ist die Frage. Ist immer ein bisschen doof. Man sieht nicht direkt, wenn man raufklickt, was jetzt die Hauptstadt ist. Man sieht das nur... an diesem Symbol eigentlich, aber warum sehe ich das nicht bei denen? Ich sehe es ja zumindest bei uns, dass das Symbol hier. Militärische Fortschritte. Yes, cool. Unterhaltskosten plus 2%, aha. Schande eines Gouverneurs. Militärzugang aus Pyrien. Das sind die, mit denen die im Krieg sind. Wir nehmen es auf jeden Fall erstmal an. So, Leosthenes Omerit, einer unserer angesehensten Gouverneure, hielt mitten in einer Dürrezeit ein riesiges und verschwenderisches Fest in einem Sommerpalast. In seinem Sommerpalast in Diokleia. Das ist doch hier, oder? Ja. Eine Stadt, eine Provinz und er macht hier noch ein krasses Fest. Sogar seine loyalsten Untergebenen waren schockiert über diese Darstellung in einer solchen Zeit der Not und sind nun direkt an uns getreten, mit der Bitte Gerechtigkeit zu verrichten. Ja, der Typ ist eh nicht so prall eigentlich. Hat doch kein Vermögen. Verlangt eine Zahlung an die Stadt. Kriegt die Stadt denn das Geld oder kriegen wir das? Rücktritt will ich nicht unbedingt haben, weil Unruhe brauchen wir da nicht. Steuern haben wir da eh keine, also Steuern von 0 plus 50% ist auch kaum was oder auch 0. Und das brauchen wir nicht. Ich will eine Zahlung an die Stadt. Es ist die Frage, ob das hier irgendwas bringt. 0,42, das hat sich schon gesteigert. So, wann können wir denn hier 205 noch... oh, noch 2 Monate, komm. Und die sind schon immer noch 0. Immer noch auf 0. 1, 2, 3, 4 Städte. 2 Festungen und die Ländereien hier unten. Ja, das kann ich schon gebrauchen, auf jeden Fall. Dann kann ich die hier auch mit kolonisieren später. Pause wegmachen wäre gut. So. Und das ist auch mittlerweile die einzige Möglichkeit, die wir so ein bisschen haben. Hier unten können wir kaum Krieg führen. Die sind alle echt so verbrüdert. Oh, Piraten. Piraten ist ja auch witzig. Die sind so verbrüdert. Das ist aber cool. Dass es endlich jemand aus, von uns handeln will. Oskavien bittet darum, Fisch aus der Provinz Epirus importieren zu dürfen.
Und wir haben hier einen Überschuss von 2. Das gibt uns ein Bevölkerungswachstum von 0,02 plus. Ist nicht wahnsinnig viel. Also können wir das auch annehmen, denn wir kriegen da 0,75 plus an Handelseinnahmen. Ist ziemlich cool. Das brauchen wir auch dringend. So, 203. Wir können gleich unseren Krieg erklären. Und ich werde die auf jeden Fall schon mal hier hinbringen, unsere Armee. Und dann sofort einmarschieren. So, und das werden wir jetzt auch tun. Krieg erklären. Nein. Anspruch fingieren. Haben wir. Und 3. Januar. Bis dahin sollte unsere Armee auch dort sein. 14.000 Mann. Das sollte uns gerade so helfen. Oh, und die bauen hier sofort leichte Infanterie. Aber die werden wir zerschmettern. Was haben wir denn hier? 75% ist gut. Gut, gut, gut. Okay, das sollte reichen auf jeden Fall. So, Krieg erklären, Eroberung, jawohl, Messapien trotzdem soll mit ins Boot und der Krieg läuft. Messapien ist ein bevorstehender Bündnisbruch. Was? Sie planen einen Krieg gegen euch, eure Verbündeten oder einen eurer Ligenmitglieder zu erklären. Macht euch bereit. What? Egal, die sind trotzdem mit uns im Krieg. Das war eh nur ein Platzhalter-Dings. Ich werde es nicht mehr schaffen, bis zum 5. Januar, also bis morgen sozusagen, bis zum nächsten Tag, hier die beiden Einheiten aufzuhalten. Aber die haben 15. Doch echt interessant. Und das werde ich vielleicht doch schaffen, die noch hier wegzupurzeln. Ach komm, Messapien, unsere Verbündeten müssen uns doch jetzt nicht noch beleidigen hier, das bringt ja nichts. Wir haben jemanden gefangen genommen, echt cool. Und jetzt ist die große Frage, das ist ein bisschen ein Problem. Wir haben bloß 32 unserer 10.000 verloren und haben über die Hälfte ihrer Armee getötet. Diesen Typen, kann ich denn jetzt schon freikaufen? Für Lösegeld verlangen, das Problem ist... Wir können, es gibt das, die Funktion nicht. Es gibt die zumindest nicht, wenn wir im Frieden sind. Weil, guck mal jetzt hier, ich habe den mal angewählt. Und ich kann ihn Attentat, und ich habe das schon mal irgendwo anders auch gesehen, dass es nicht möglich ist, ob ich den umbringe, auspeitsche oder was auch immer. Nee, mache ich nicht. Hinrichten. Bürgerschaft gewähren. Auspeitschen, rekrutieren, Gefangenen freilassen. Ich habe davon nichts. Es gibt die Option nicht. Es gibt die Option nicht, für ihn Lösegeld zu verlangen. Ich kann höchstens hier gucken, ob ich irgendwas machen kann bei den Einflussaktionen. Was gibt's noch? Bündnisaktion brauchen wir nicht. Zugang. Ja, es ist nicht möglich. Nee. Die Option gibt's nicht. Das ist nicht im Spiel drin. Was ich sehr schade finde. Oh, Erfindung. Ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Militärtraditionskosten. Das ist nicht schlecht. Festungsverteidigung. Belagerungsingenieure. Was heißt das? Plus 1. Machen wir mal. Was gibt es denn noch hier alles? Ah. Ich kann die in den Krieg rufen. Sehr schön. Vielen Dank. Das wird uns helfen. Daorsien, die haben trotzdem 15.000 Mann. Da müssen wir echt ein bisschen aufpassen. Und die haben aber leichte Infanterie und Bogenschützen. Das ist in Ordnung für uns. Ah, und die sind ein Stamm, das heißt, die haben 3 Clanführer, die diese Armeen hier anführen insgesamt. Oh, das Ding ist schon gewonnen, aber ich muss hier echt aufpassen. Ich werde es versuchen, hier sofort reinzugehen. Ja, und das gewinnen wir auf jeden Fall, aufgrund der hohen Moral, aber wir werden es nicht schaffen. Wir werden es nicht schaffen, die hier noch zu catchen. Dann kann ich nur eins machen. Sind die denn noch im Krieg? Ja.
Wir haben jetzt verschiedene Kriege. Dann kann ich hier nur die Festung einnehmen, so gut es eben geht. Die geht hier auch sofort zurück wieder. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Ach, und die sind selber jetzt okay. Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil wenn die erst wieder hier zurück müssen, über zwei Städte anstatt hier direkt, dann habe ich ein Problem. Denn wenn die hier wieder angreifen wollen oder zurückrennen, dann ist das wirklich ärgerlich. Und ich sollte die vielleicht hier stehen lassen. Guckt euch mal an, wie lang die brauchen. Oh, ein Omen, ganz wichtig. Steuern wären schon krass. Bevölkerungswachstum wäre aber auch super, wenn wir das haben. Ich glaube nicht, dass ich im Moment Disziplin brauche. Unsere Armee ist nicht schlecht. Ich will Bevölkerungswachstum haben. Ja. Ich will Bevölkerungswachstum. Was haben wir hier? Plus 0,67. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Ja, unsere Verbündeten schicken auch ein paar Mann. Die haben hier 5000... Ja, okay. Wir können natürlich auch hier die Söldner anheuern, was ziemlich cool ist. Das ist so ein bisschen Karthago-Style. Die haben ja von Handel und Söldnern quasi ihr Imperium verwaltet und aufgebaut. Was eine kluge Möglichkeit ist, weil du einfach sparst und ein stehendes Heer ist ja abnormal teuer. Gerade Elefanten oder irgendwas. So, unser Geld bleibt aber gleich, ist gut. Und vielleicht kann ich ja jetzt sogar schon was ein... Frieden verhandeln. Nee. Ach, die Hauptstadt. Der Orson. Das ist die hier. Muss tatsächlich eingenommen sein. Ja, jetzt kommen sie. Jetzt kommen sie aber auch nur mit einer... Mit einer Armee. Ah, sie bleiben da, weil sie sonst Angst hätten, dass... Der hat keinen General drin. Kriegskunst 0. Wie sieht er denn aus? 47 Jahre alt. Will einen Sohn bekommen, ist verwundet. Kann das sein, dass wir den schon mal in Schwabe... Grüß dich, hi. Guten Abend. Vielen Dank für deinen Follow. Ich habe es vorhin noch gesehen. Ich habe sie sogar noch im Chat drin. Vielen Dank für deinen Follow vorhin. Der ist gerissen, stur, faul, diszipliniert, lüstern, verwundet. Will noch einen Sohn bekommen mit 47. Okay, das geht noch. Aber der hat einen bevorzugten Erbe. Er unterstützt unseren Erben. Das ist ganz cool. Wir sind auch schon 39 Jahre alt. Wahnsinn. Habe ich euch schon erzählt, dass unser... Wir haben mit diesem Pyrrhus angefangen. Der war 14. Mit dem haben wir angefangen und der war ein Demagoge, ich schwör's euch. Könnt ihr im Let's Play nachschauen. Das heißt, er hasst unser Land, er hasst unsere Regierung und wollte ein Imperator werden. Es ist kein Witz. Ist total geil. Der war ein Demagoge, wir selber, unser König. Ein 14-jähriger Demagogenkönig. Okay, also lassen wir das. Yes, Tommy, 52499, vielen Dank für den Follow. Und schönen guten Abend, ich hoffe, ihr habt noch Spaß heute Abend. Und ihr könnt auf jeden Fall sicher sein, dass es die nächsten Tage wahnsinnig viele Imperator Rome Videos geben wird. Über Ostern nicht so viel Livestreams, aber dafür auf YouTube könnt ihr unter diesem Stream mal in die Verlinkung schauen. So, lesen wir mal vor. Ein unangenehmes Geschenk. Herr Marcos, also der Alte hier, der lüsterne Sack. Ein loyaler Diener des Staates und doch ein Mann mit einem fragwürdigen Talent für Ästhetik, das glaube ich sofort, hat eine Statue zu Ehren von Pyrrhus in Auftrag gegeben. Die Bürger versammeln sich von weit und fern und als Enthüllung stattfindet, steht Hermakos einfach da, die Arme verschränkt und mit einem kleinen Grinsen in seinem Gesicht. Nein, hat der irgendwie... Boah...